Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Spano Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde FIFA 23. Vorab schon mal gesagt, ich habe Corona. Ja, ist ein bisschen ärgerlich, ich habe das jetzt seit dem 25. Dezember. Das heißt, falls ich anders klinge, es liegt einfach an diesem Kackvirus, ja? Ja, ich versuche trotzdem heute irgendwie ein Video zu machen. Ihr wisst ja, auch wenn ich krank bin, ich mache immer ein Video. Das wisst ihr, die letzten 3 Tage, da habe ich das noch nicht erwähnt, weil... Also wo diese Videos, die letzten 3 Tage, die Videos, die da kamen, sind vorproduziert gewesen. Deswegen höre ich da mich genau gleich an. Jetzt könnte es sein, dass ich eventuell ein bisschen anders klinge, weil dieses Video jetzt hier nicht mehr vorproduziert ist. Also nicht wundern, liegt tatsächlich einfach daran, dass ich Corona-Mona habe. Ja. Okay, man kann ja auch wieder viel kaufen, ne? Das ist schon wieder alles neu, oder was? Kauf einen hochwertigen Hybrid-Matratze ist gekauft. Boah. Also das ist schon schwierig zu reden, wenn man Corona hat. Kauf ein Ehrenloge. Okay. Kaufe ich mir auch mal. Nimm an einer PR-Kurs teil. Ja. Zack. Nimm an einem Motivationskurs teil. Ich kaufe mir ja das Thema alles, weil so viel Geld habe ich da oben. Ich sitze ja. So eine kaufe ich mir noch und dann spare ich erstmal wieder das Geld. Boah, ich hasse das, wenn mein Hals so schmerzt. Also, es kann sein, dass ich auch ein bisschen ruhiger jetzt rede. Ja, das kostet generell auch mehr hier. Gut. Dann gehen wir hier mal auf raus und starten die Partie. Gegen wen? Barcelona. Da ist Lewandowski auch jetzt drin, ne? Okay, schon länger her, also mittlerweile müsste es jeder wissen. Diesem Spiel ich meine ja nur. Alle schon seit Tagen entgegen. Es ist ein echtes Highlight. Okay. Gleich geht's hier los mit Bayern München gegen FC Barcelona. Let's go. Kein Bock mehr weiter jetzt. EA Sports. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Das weiß man nicht, ne? Mein Name ist Wolf Fuß, ich werde das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Die Vorrunde der UEFA Champions League ist unterwegs. Es kommt hier zu einem Duell in der Vorrunde. Bayern München gegen FC Barcelona. Aus meiner Sicht ein sehr reizendes Gruppenspiel. Beide können sich kaum einen Punktverlust leisten, müssen auf Sieg gehen und das werden sie auch machen. Das wird spannend. Kann über außen kommen. Nein! Mir wurde der Ball geklaut. Kommen wir zur heutigen Aufstellung des FC Barcelona. Marc-André Ter Stegen im Tor. Ousmane Dembélé steht mit Ferran Torres auf dem Flügel. Ah, aber jetzt erstmal Augen auf. Nein, das war doch geil. Und den, glaubst du mir, Wolf, den haben viele schon drin gesehen. Es ist vielleicht eine der besten, eine der hochklassigsten Gruppen, die wir je in der UEFA Champions League erlebt haben. Es ist einfach sensationell. Diese Mannschaft in einer Gruppe, ein Gigantenduell nach dem anderen und das alles in der Vorrunde. Wahnsinn! Einwurf, der Ball war draußen. So. Kann sein, dass ich ein bisschen ruhiger rede, ne? Also nicht unbedingt. Bin immer noch da. Weg ist der Ball. Hä? Ja, wird hier gut unterstützt. Und jetzt ist der Ball weg, die Szene damit erstmal. Wäre der mal zu mir geschossen, dann wäre es nicht passiert. Das setzt er nicht gut durch. Vielleicht die Führung. Es war doch so geil, der Spielzug. Ah. Ecke in die Mitte. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Ja, nochmal Ecke. Nicht zum ersten Mal heute. Und wieder Ecke. Die Fans spüren, aktuell sind sie am Drücker. Gute Gelegenheit jetzt hier mit dieser Ecke. Was für eine Chance. Das Ding mit der Ball. Oh, ich hätte doch noch mal nachschießen können. Hier ist er zur Stelle. Jetzt hält er den Ball fest. Auf ihn wird's ankommen heute. Da bin ich sicher. Tore ohne Ende. Kurz eingehakt. Jetzt wird's vielleicht gefährlich. Boah, Spieler im Fokus, ja ich. Warum denn immer ich?
Warum? Goretzka. Koman! Schön, wie er diesen Ball abblockt. Die Bayern mit dem Ballverlust. Das ist doch Mist. Hallo, stört ihn und lauft dem Ball nicht hinterher. So. Also jetzt mal ehrlich, wie behindert ist das denn? Rückstand für die Bayern, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Jetzt können sie in Angriff starten. Ey. Das gibt's doch nicht, wäre der Ausgleich gewesen, so weiter im Rückstand. Schieß. Christensen. Ball bei Kunde. Ja. Hallo, was macht der denn? Sauber gelöst, er holt den Ball. Warum? Da können Sie erstmal klären. Jetzt Thomas Müller. Jetzt kann das schieß, bitte schieß einfach. Dieser blöde Coman, ne? Den kann man in die Tonne kloppen. Sag mal, der lenkt aber auch immer zu den Gegnern. Oh, sie stören früh. Oh, hab ich dich doch gefault. Oh. Okay, berechtigte gelbe Karte gegen. Ja, das war auch nicht mit Abs. Absolut, Wolf. Er kann froh sein, dass er hier nicht rot sieht. Das muss es sein. Bam, Junge. Rein da. Abs rein. Und der Treffer fällt. Das darfst du dir nicht erlauben. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Ja. Jetzt rennt den hinterher und lauft den Ball nicht hinterher. Ich kann mal nur so blöd sein. Die NPCs hier. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Halt den Ball. Junge. Jetzt haben sie den Ball doch verloren. Sergio Canales. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Er geht vorbei und gibt jetzt die Führung. Was? Wir führen. Geil. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann sehen wir. Und reingehämmert. Let's go. Aber er setzt sich trotzdem durch. Excellent. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Komm an. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Gefährlich jetzt. Das Ding mit der Parade. Immer noch gefährlich. Ja, schön. Ah, Mist. Gefahr bereinigt. Okay. Zeit. Jetzt ist die erste Hälfte beendet. Pause. Gleich machen wir hier weiter. Egal. Wir 2 Tore sind noch geil. Und jetzt geht dieses erste. Entschuldigung, Leute. So, jetzt. Spiel der UEFA Champions League weiter. Sehr gut aufgepasst. Auf besseres Timing. Da müssen Sie aufpassen. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Ball ist weg. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Sie bringen den Ball in die Mitte. Ach, abseits, ey, ganz ehrlich, das war so ein geiles Tor. Hätte durchaus gefährlich werden können, diese Flanke. Aber da sind sie nicht.
kurze Pause, weil das Internet. Konsequent genug, ja, einfach zu unaufmerksam. Das Gerücht hat ja schon die Runde gemacht, dass Paris Saint-Germain interessiert ist an einem neuen Spieler und jetzt haben sie wohl auch schon ein Angebot vorgelegt. Richtig, aber wirklich fix ist da noch nichts. Da müssen wir einfach mal abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Komm, halt den Ball! Boah. Danke. Barcelona. Jan Goretzka. Ball zurück zu Müller. Die Riesenschuss von Müller lässt sich nicht beirren, den hält er. Ups. Habt ihr gerade gesehen, ich hab den da oben gefoult? Abgefangen, dieser Ball. Canales. Richtig gutes Papier da von Bayern München. Goretzka! Boah, das wäre ein geiler. Boah. Kimmich führt aus. Und boah, der ist fast reingerollt einfach. Araujo. Shaw. Kessi. Und Lewandowski. Das ist Ferran Torres. Warum hängt die Scheiße denn immer? Bald heißt es also wieder Bundesliga-Fußball für Bayern München. Dann geht es auswärts gegen Bayer Leverkusen. Das sollte man sich nicht entgehen lassen. Nein, wohin schießt er? Wenn der geht, ist die Führung schon komfortabler, aber sie machen nichts draus. Und das wird sie ärgern. Jetzt müssen sie weiter aufpassen, denn es ist eine knappe Führung. Naja, aufpassen. Boah, häng doch nicht. Das ist ja schlimmer als bei was? Ich weiß ich nicht. Oder wie kann man denn so lost sein, anstatt er früher schießt? Nö, er wartet erstmal eine halbe Stunde. Hä, wie kommt der denn da an den Ball? Oh, ja, ich glaube, ich bin draußen. Ach, ja, komm, Junge. Naja. Oh. 4 Tore. Geil. Da bin ich wohl rausgeflogen. Egal. Na. Okay. Ja, natürlich der Schiri. So. Okay, Leute. Wenn euch dieses kleine, aber feine Video gefallen hat, lasst doch gerne mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut euch auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst habt. Traum auf den Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.